Das Angebot der kompakten Radlader bis 5 Tonnen Einsatzgewicht im Baumaschinenbereich ist groß. Nationale und internationale Hersteller bedienen dieses Segment. In der Agrarschiene mischt es sich mit den Anbietern von landwirtschaftlichen Hofladern. Um den Landwirt als Kunden zu gewinnen, bedarf es aber mehr als nur eines starken Baumaschinenvertriebs. Der Konzern Wacker Neuson, zu dem auch Weidemann und Kramer gehören, entschloss sich 2012, mit speziell für den Agrareinsatz ausgerüsteten Maschinen und neuen Mitarbeitern bei Landmaschinenhändlern anzuklopfen. Für die März-Ausgabe der Agrartechnik haben wir uns solch einen grünen rund um die Rinderhaltung angesehen. Der Kramer KL19 hat ein Einsatzgewicht von knapp 3,5 Tonnen bei einer Motorleistung von 47 PS. Mit der Baulänge von 4,95 Meter, der Breite von 1,56 Meter und der Höhe von 2,38 Meter ist er zwar kein Hoflader, wir kamen mit der Maschine dennoch in den meisten Hofgebäuden gut zurecht. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für viele Kramer-Neulinge dürfte die Allradlenkung sein. Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit Knickgelenk bietet der ungeteilte Rahmen ein deutliches Plus an Stabilität. Auch ruckartige Bewegungen auf den Vorderwagen entfallen. Vom Wendekreis her wurden die Anforderungen auf unserem Testbetrieb erfüllt. Mit Schaufel im etwas über 7 Meter breiten Fahrsilo in einem Zug wenden klappt. Komfortabel hatten wir es bei den winterlichen Testbedingungen in der Vollkabine, die allerdings nicht zur Serienausführung gehört. Perfekt dazu passt die leistungsfähige Heizung. Für Ladearbeiten schön ist die leicht ins Kabinendach verlängerte Frontscheibe. Unserer Meinung nach lässt sich das Sichtfeld nach oben aber immer noch ein bisschen optimieren. Die Kabine ist auf Gummiblöcken gelagert. Zusammen mit dem Sitz von Grammer ist der Federungskomfort okay. Einen guten Effekt leistet noch die Dämpfung der Schwinge, die per Taster aktiviert werden kann. Die Einhebelbedienung unserer Testmaschine ist optional. Serie ist die Bedienung des Zusatzsteuerkreises über einen separaten Hebel daneben. Toll ist die Hintergrundbeleuchtung mit Fahrtrichtungsanzeige. Durch Treten des Inchpedals lässt sich die Fahrgeschwindigkeit bei gleicher Hydraulikleistung drosseln. Gerade bei Ladearbeiten mit kurzen Wegen haben wir dies häufig gebraucht. Ganz durchgetreten fungiert es als Bremse. Um die Hydraulikleistung besser auszunutzen und das Gaspedal feinfühliger zu bedienen, stehen beim KL19 zwei Fahrbereiche von 0 bis 10 km/h und von 0 bis 20 km/h zur Verfügung. Einen 30 km/h Schnellgang gibt es auf Wunsch. Das Wechseln der Arbeitsgeräte klappt ohne Probleme. Einzig die Hydraulikschläuche müssen rechts und links von der Schnellwechselplatte zum Anbaugerät umgesteckt werden. Ein Umschalthahn ist nicht vorhanden. Was hier ein Nachteil beim Komfort ist, hat den Vorteil in der Sicherheit. Denn unbeabsichtigtes Öffnen bzw. Abreißen beim Abbau oder während der Arbeit kann so nicht mehr passieren. Positiv ist uns ebenfalls aufgefallen, dass der Verriegelungszylinder des Schnellwechslers nicht gleich die Lagerstelle ist, die irgendwann einmal durch Verschleiß erneuert werden muss. Zum anderen kommt der Zylinder unserer Meinung nach weniger mit Schmutz in Kontakt, was sich ebenfalls positiv auf die Standzeit auswirken dürfte. Der Kramer KL19 war für uns ein vielgebrauchtes Allzweck-Arbeitsgerät. Auf hofnahen Flächen Strohballen fahren oder Futterwagen und Biogasanlage befüllen, sind mit den 2,90 Meter Überladehöhe ebenfalls oft kein Problem. Mehr Details zum Radlader lesen Sie im Märzheft der Agrartechnik. Weitere Maschinentests zeigen wir in der Mediathek auf agrarheute.com oder in unserem YouTube-Kanal.